Hallo und willkommen zurück zu Pflanzen vs. Zombies, dem Rätsel 3 Trefferado. Und ich muss mal wieder alle Hirne fressen, um das ganze Zeug zu schaffen. Und, ein Wicht. Statt einem normalen Zombie. Ich glaube, ein Wicht hält einfach nur weniger aus, oder? Ja, das dürfte sein. Und deswegen setzen wir hier noch einen Wicht hin. Und damit haben wir das Zeug hier gleich mal erledigt. Aber ein Wicht müsste es doch eigentlich schaffen, eine Sonnenblume zu fressen. Ohne von der dahinterstehenden zwei Pflanzen sofort getötet zu werden. Ja, oder auch nicht. Aber sie sind billig. Noch ein. Komm, du schaffst das, jetzt spring. Oh Mann, die sterben viel zu schnell. Das ist unmöglich. Dann räumen wir hier mal auf. Nein! Müssen wir einfach noch einen hinterher schicken, während die noch beschäftigt ist. Genauso hier hinten kann noch schnell. Ja, das macht nichts. Der kann auch ohne das fressen. Und du bist Geschichte, meine Liebe. Du bist Geschichte. So, So, du springst jetzt nach hinten. Und dann kann sich ein Wicht hier durchfressen. Das dauert, aber es funktioniert. Gut. Was machen wir als nächstes? Wir holen uns dich weg. Schicken einen unter die Erde. Hier aufzuräumen. Hier von der anderen Seite darf ein anderer Wicht mitfressen, der muss hier durch. So, was machen wir hier? Ich schicke einfach hier einen... Wie mache ich das? Diese Reihe fehlt noch. Das sind zwei Sonnenblumen. Also ich muss von hinten, aber dann explodiert der. Gut, das macht nichts. Ich setze einen Buddelzombie ein. Boom. Zweiter Buddelzombie. Und dann kann ich noch mit ein paar Wichten rumtricksen, weil die sterben so schnell. Oh, wie süß. Bad, tot. Ich bin ja nicht dagegen. So, und jetzt kommt hier noch ein Wicht. Ups. Und noch ein Wicht. Und noch ein Wicht. Und noch ein Wicht. So, und jetzt rennt durch, ihr fast schon Zwillinge, die sind nur ganz leicht verschoben, das sind zwei Stück. Jetzt gerade, kennt das ganz leicht, und geschafft, zack, weitere 1000 Euro und drei Treffer, was für, wer hat sich diesen beknackten Namen ausgedacht? Drei Trefferado bestanden und all your brains belong to us, gar nicht angelehnt an irgendwelche Musiktitel oder so, macht nichts. Und diese hübschen Hirne mit Z kümmern wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.